Hallo Leute, mein Name ist Christina und wir haben heute ein ganz besonderes Video oder besser gesagt eine Reportage. Wir sprechen heute über Berufe, was die Personen machen, wo die Personen arbeiten. Also, das machen wir alles vor Ort, wie ihr schon sehen könnt. Und als ich auf ein Ort oder ein Geschäft oder irgendetwas vorbeikomme, dann spreche ich über die Berufe oder über die Personen, die an diesem Platz arbeiten. Also, ja, langsam. Wir können zum Beispiel eine Erzieherin oder ein Erzieher sein. Ein Erzieher oder eine Erzieherin arbeitet in einem Kindergarten oder in einer Tagesstätte. Weiter haben wir einen Supermarkt. Wer arbeitet in einem Supermarkt? Natürlich, dort arbeitet eine Verkäuferin oder ein Verkäufer. Das ist zum Beispiel ein Supermarkt. Sie verkaufen Sachen. Dann können wir ein Trainer oder eine Trainerin sein. Sie arbeiten natürlich in einem Fitnessstudio. Weiter können wir zum Beispiel eine Bankangestellte oder ein Bankangestellter sein, dann arbeiten wir natürlich in einer Bank. Wenn wir eine Lehrerin oder ein Lehrer sind, wie ich zum Beispiel, dann arbeiten wir in einer, ja, was ist das? Natürlich in einer Schule. Dann haben wir zum Beispiel eine Apotheke. Wer arbeitet in der Apotheke? Dort arbeitet eine... Na, was wohl? Schreibt das bitte in die Kommentare. Das ist ein kompliziertes Wort. Deshalb sollt ihr das schreiben. Eine Tierärztin oder ein Tierarzt arbeitet natürlich hier, in einem Wettzentrum. Weiter können wir zum Beispiel einen Bauarbeiter haben. Die arbeiten natürlich auf der Baustelle. Könnt ihr vielleicht raten, wo ich bin? Wenn ja, schreibt bitte in die Kommentare. Wo arbeitet ein Kellner oder eine Kellnerin? Natürlich in einem Café. Oder zum Beispiel ein Diplomat arbeitet bei einer Botschaft. Wir können auch als ein Bäcker oder als eine Bäckerin arbeiten und dann arbeiten wir natürlich in einer Bäckerei. Das ist zum Beispiel meine Lieblingsbäckerei. Ein Metzger arbeitet in einer Metzgerei. Es interessiert mich jetzt, wer arbeitet an einem Kiosk?